Hey liebe Campingfreunde, ich bin's euer Max von Camperland Bonn und heute stelle ich euch den Fendt Apero 560 SKM vor. Ein ganz toller Wohnwagen mit Kinderbetten und separate Dusche. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt starten, kommen wir einmal zu den Highlights. Vergesst aber nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken und jetzt viel Spaß. Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten. 560 SKM, für was steht denn das SKM? Das S steht für den Slim Tower Kühlschrank, da seht ihr schon den Einlass und den Auslass. Das K steht für die Kinderbetten hinten im Heckbereich und das M für die schöne Mittelsitzgruppe. Und jetzt kommen wir mal zu den Längen- und Breitenangaben, weil wir haben eine Gesamtlänge von 7,72 Meter und die Aufbaulänge, die beträgt 6,57 Meter und die Breite vom Wohnwagen sind 2,50 Meter. Und das Ganze noch auf einer Achse und ihr seht gleich auch, was wir für ein tolles Raumgefühl in diesem Fahrzeug haben. Die Höhe, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, sind 2,66 Meter und in dem neuen Modelljahr 2023, in dem wir uns ja befinden, gibt es sogar eine Neuheit. Wir haben nämlich ein höheres Innenmaß, das heißt, wir haben eine Innenstehhöhe von 1,98 Meter, das sind 3 cm mehr dazugekommen und das Umlaufmaß beträgt 10,29 Meter. Passt aber bitte auf, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann es sein, dass sich das Umlaufmaß ändert und weil das schon so viele Zahlen jetzt waren, blenden wir euch die Gewichte an der Stelle einmal ein. Wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1507 Kilo und beladen dürft ihr den serienmäßig bis 1700 Kilo. Das bedeutet für euch, ihr hättet eine Zuladung von 193 Kilo, ist vielleicht für so einen Kinderbettgrundriss ein bisschen zu wenig. Deswegen empfehlen wir, das Fahrzeug aufgelastet zu bestellen, zum Beispiel wir auf die schönen 2000 Kilo. Und dann dürft ihr natürlich jede Menge mitnehmen. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Exterieur. Wir haben hier vorne einmal die Anti-Schlingerkupplung von Alco, das ist die AKS 3004. Und direkt dahinter, schaut mal, da sitzt das Stützrad mit integrierter Stützrastanzeige, super praktisch. Dadurch seht ihr, wie viel Gewicht vorne auf eurer Anhängerkupplung lastet. Und jetzt drehen wir uns mal um. Wir schauen mal hier in den Flaschenkasten rein. Wir machen das einmal auf. Und hier im Flaschenkasten haben wir einmal Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Optional könnt ihr auch 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen. Dafür holt man sich dann noch eine spezielle Einlage, dass die sauber da drin sitzen. Auf der linken Seite ist einmal der rollbare Abwassertank. Und was Fendt ja auch genial löst, schaut euch einfach mal an, wie schön sortiert das ist. Und vor allem, wir haben hier nochmal ein Aluriffelblech. Das wirkt fertig und so soll es ja auch sein. Es soll ein Wohnwagen sein, mit dem man lange Zeit Spaß hat, vielleicht sogar ein ganzes Leben lang. So, wir schließen das einmal. Wir bleiben mal hier vorne im Bugbereich, weil es hat sich ja auch viel verändert zum Modelljahr 2023. Und für mich sieht das so aus, ob der Fendt uns hier anlächeln würde. Es hat einfach ein schönes Design, smarte Optik und damit gehen wir einmal hier zur Vorzeltseite über und die schauen wir uns einfach mal von der Seite an. Wir haben nämlich jetzt hier 1, 2, 3, 4 Fenster, die bereits serienmäßig getönt sind. Sieht einfach unheimlich schick aus und durch diese vielen Fenster fällt auch viel Tageslicht rein. Dadurch haben wir so einen lichtdurchfluteten Raum. Ja, und jetzt gehen wir mal näher ran. Wir schauen uns das Blech mal an. Schaut mal, wir haben nämlich hier ein Hammerschlagblech. Ja, und ein Hammerschlagblech hat ja zwei große Vorteile gegenüber einem Glattblech. Aufgrund der Struktur kann es nämlich dünner sein, da haben wir den Gewichtsvorteil. Und wenn da mal ein Dällchen drin ist, dann fällt das auch nicht direkt auf. So, wir gehen mal weiter. Wir kommen nämlich mal hier zur Leichtmetallfelge. Weil schaut mal, wie schick das ist. Das ist ja so ein Bicolor, Schwarz-Silber, ist jetzt hier im Zuge der Auflastung automatisch mit dazugekommen. Finde ich, sieht perfekt aus, passt auch zum Design, weil seht euch mal den Dekorstreifen hier an. Auch in diesem Anthrazitton finde ich das sehr schick gemacht. Dann haben wir hier unten so einen blauen Ton unterlegt nochmal. Und in der Apero-Baureihe als auch in der Bianco-Baureihe ist dieser Dekorstreifen blau. Und ab dem Tendenzer ist das bronzefarben. Direkt daneben sitzt einmal der Einlass und der Auslass von unserem Slim Tower Kühlschrank. Das ist der neue Dometic. Den schauen wir uns gleich im Innenraum noch einmal ganz genau an. Und hier hinten im Heckbereich ist einmal die Klappe zur Toilettenkassette hin. Ich hole die mal raus für euch. Schaut mal, auch hier mit einer Trolley-Funktion. Super praktisch, ihr müsst es nicht tragen. Könnt das ganz einfach hinter euch herziehen. Und das Spülwasser für die Toilettenspülung, das füllt man hier oben ein. So, schließen wir das mal. Und jetzt kommen wir einmal Richtung Heck. Ja, und das Heck, das flasht mich jedes Mal aufs Neue. Sportlich automotiv präsentiert sich der Fendt im neuen Modelljahr. Es sieht verdammt schick aus und diese Heckleuchten sehen einfach super gut aus. Ja, das ist das Automotive, was Fendt jetzt hier in dem neuen Modelljahr zeigt. Wir haben jetzt hier ja, da ist eine sehr schöne Optik drin. Unten drunter nochmal so ein ja, sehr markanter Heckdiffuser. Gefällt mir auch persönlich sehr gut. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einmal zur anderen Seite über.
weil hier sehen wir doch mal, wie viele Fenster da sind. Und wir haben ja hier hinten im Heckbereich einmal die Kinderbetten. Man kann beide Fenster öffnen. Hier oben ist extra nochmal ein Herausfallschutz drin. Und man kann die Fenster auch nicht so weit aufmachen, dass da ein Kind raus kann. Da ist nämlich eine Sperre drin. Zeige ich euch gleich nochmal hinten im Kinderbereich dann auch. Hier sitzt einmal der Frischwasseranschluss. Ja, jetzt können wir von außen den großen Frischwassertank befüllen. Und bei einem Fahrzeug, wie wir es ja hier haben, mit einer separaten Dusche, empfehle ich immer noch einen City-Wasseranschluss mit dazu zu bestellen. Den können wir übrigens auch bei uns natürlich noch nachträglich nachrüsten. Und dann habt ihr mit dem City-Wasseranschluss eine Dauerwasserversorgung. Ja, und zu dem Thema hat euch der Christian schon mal was erklärt und das Video verlinken wir euch nochmal in der Videobeschreibung. Wir gehen mal ein bisschen weiter, weil hier sitzt einmal der Einlass für unseren CE-Stecker. Da speisen wir Strom ein, damit drinnen auch alles funktioniert und wir auch die Steckdosen mit 230 Volt versorgt haben. Und daneben ist einmal die große Stauklappe unter dem Bett. Schaut da mal rein, wie riesig das ist. Also da passt doch alles rein. Tisch, Stuhl, Kiste Wein, Kiste Bier, Spielzeug für die Kleinen. Und das Schöne ist, man kann nicht nur von außen beladen, man hat auch die Möglichkeit, einmal in das Bett aufzustellen und dann auch von innen das Ganze zu beladen oder entladen. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir auch einmal rein. Bevor wir jetzt reingehen, schauen wir uns als erstes mal die Tür an, weil die Tür hat eine gewisse Dicke, einfach aus dem Grund, dass in dem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll. In der Tür ist einmal natürlich ein Mülleimer integriert. Das Fenster, das können wir abdunkeln. Schaut mal, hier ist das Verdunklungsbudget mit dabei. Und hier haben wir noch so eine kleine Mulde. Da kann man zum Beispiel eine Mover-Fernsteuerung oder sonstiges ganz gut platzieren. Und was ich auch super gelöst finde, ist einmal dieser abgesenkte Einstieg hier von Fendt. Das macht es natürlich deutlich angenehmer, wenn man in den Wohnwagen reingehen möchte. Man braucht schon fast gar keine Einstiegsstufe. Und jetzt haben wir hier unser Fahrzeug noch mit der Fliegenschutztür mitbestellt. Finde ich so ein Must-Have im Türbereich. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, geht ihr mal rein, schaut euch mal den Raum an. Ich komme direkt hinterher und zusammen schauen wir uns dann als erstes einmal das Dekor an. Und das Dekor ist neu. Die Apero-Baureihe hat den Saphir abgelöst und es hat sich ein bisschen was verändert. Es hat eine ganz neue Optik bekommen. Es heißt Nordfolk. Und was ich da so schön dran finde, dass wir hier diese weißmatten Töne haben, die hier einmal in dem Oberschrecken platziert sind. Wir haben hier diese Naturfarben, die hat recht hell. Sieht das super schick aus. Und jetzt drehen wir uns noch mal ganz kurz, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel den Esstisch und auch den Küchenbereich in diesen Anthrazittönen gehalten, was natürlich perfekt zu dieser Farbkombination passt. Und mir persönlich gefällt das wirklich sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, dass der Apero auch wahrscheinlich nochmal Zuwachs bekommt in dieser Baureihe. Und wir haben jetzt hier die Polsterkombination Sunset, das Alternativpolster, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. So, jetzt drehen wir uns aber wieder Richtung Bugbereich. Wir beginnen hier im Bettenbereich einmal bei den Staufächern und dann starten wir einmal oben. Hier sehen wir auch direkt als erstes die Ambientebeleuchtung, die ist hier serienmäßig mit dabei. Wir öffnen mal hier die Fächer und jetzt seht ihr auch eine Sache ganz gut. Schaut mal, ihr seht hier den Lichtkegel, das ist super gelöst, weil dadurch fällt direkt ein bisschen Licht in dieses Staufach rein. Wenn es mal dunkel ist, findet ihr da auch relativ schnell die Sachen, die ihr so sucht. So, und wenn wir es wieder arretieren möchten für die Fahrt, drücken wir es einfach ran und dann ist es wieder drin. Jetzt machen wir hier das noch an der Seite einmal auf. So, auch hier nochmal ein paar Staufächer unter, oder so ein großes Staufach. Hier auch nochmal richtig schön gelöst mit den drei Scharnieren. Es wirkt einfach sehr wertig. Und wenn wir es schließen, geht es auch ganz gut. Jetzt haben wir hier unten drunter einmal eine offene Ablage. Da kann man auch so ein paar Sachen platzieren. Zum Beispiel ein Buch, ein bisschen Deko. Finde ich das immer ganz schön gelöst. Und wenn ihr mal ein Buch lesen möchtet, schaut mal hier. Haben wir schon zwei Schwanenhalslampen mit dabei. Finde ich super praktisch gemacht. Kann man sich noch perfekt einstellen, wenn man möchte. Und wenn ihr jetzt die Ambientebeleuchtung ausmachen möchtet, ihr müsst nicht mehr aufstehen, schaut mal hier unten, hier ist der Lichtschalter. Da kann man das super drüber dann an- und ausmachen. Ja, und der Bereich da vorne, der sieht doch einfach schick aus. Schön mit den Farben haben die da gespielt. Auf der linken Seite haben wir einmal den Doppel-USB-Anschluss, dass wir zum Beispiel mal das Handy laden können, das iPad. Da habt ihr natürlich nochmal viele Möglichkeiten. Ja, und wer gerne abends nochmal vielleicht Fernsehen schauen möchte oder den Schlechtwettertag hier im Fahrzeug vielleicht verbringt, der hat die Möglichkeit, da vorne, da sehen wir schon das Kabel, sich den Fernsehgelenkhalter platzieren zu lassen, dass man da einen schönen Fernsehplatz hat. Man kann nicht nur hier aus dem Bettbereich Fernsehen schauen, wir können das Ganze auch hier Richtung Mittelsitzgruppe einmal rumschwenken. Ja, und dahinter, da ist noch Platz, das zeige ich euch jetzt mal. Weil hier sitzt einer der drei Kleiderschränke. Schaut mal, auch nochmal gut aufgeteilt, da passt schon mal jede Menge rein. Und wenn wir noch einmal da reinschauen, da sehen wir auch einmal die Anschlussmöglichkeit genau da vorne, wo wir dann auch den Fernseher an Strom anschließen können, so dass es aber auch gut versteckt ist und man nicht unnötig die ganzen Kabel sieht. Und jetzt kommen wir mal hier zum Elternbett, weil das ist auch einfach verdammt groß. Wie groß
Das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und hier hat man einen wirklich tollen Schlafkomfort. Das liegt aber auch daran, dass Fendt hier wirklich eine schöne Matratze eingesetzt hat. Das ist eine Federkernmatratze, ja, und keine ganz dünne. Schaut mal, wie man es von zu Hause kennt. Kann man hier wirklich wunderbar drauf liegen. Ja, und man kann das Ganze aber auch noch einstellen. Ich hebe das mal hoch, weil schaut euch mal das Lattenrost an. Das ist ein Lattenrost wie zu Hause. Man hat einen guten Schlafkomfort. Man kann das hier auch noch mal einstellen. Das Ganze, wenn man möchte. Ja, und jeder kann sich das einstellen. Und wenn ihr jetzt an den Stauraum möchtet, der sich ja darunter befindet, dann können wir das ganz einfach hier aufstellen. Wir haben zwei Gasdruckdämpfer hier drin. Die halten jetzt das Bett in dieser oberen Position. Ja, und jetzt sehen wir einfach nochmal, wie groß dieses Staufach ist, was wir auch von innen oder beziehungsweise von außen be- und entladen können. Und hier, das sind so Details. Ich finde, das macht es auch aus, wenn man sich für einen Fendt entscheidet. Selbst diese Verkleidung ist ja hier in so einer Lederoptik sehr schön verarbeitet und sieht einfach stimmig aus. So, wir machen es mal wieder runter. Zack. Machen das mal wieder ein bisschen ordentlich. Ja, und hier sitzt Kleiderschrank Nummer 2. Den mache ich mal auf. Der ist hier nochmal unterteilt. Man kann das aber hier rausnehmen. Also die sind nicht feste. Man könnte sich theoretisch auch noch eine Stange reinmachen und auch nochmal was aufhängen. Ganz gut eingeteilt. Wir machen das jetzt hier einmal zu. Und dann kommen wir so langsam Richtung Mittelsitzgruppe. Ja, und die ist doch einfach schick. Man fühlt sich direkt wohl, weil es einfach so wohnlich wirkt. Und hier starten wir auch einmal oben bei unseren Staumöglichkeiten. Die öffnen wir einmal, damit wir mal da reingucken können. Und selbst dieser Griff hier, der ist aus Metall. Also es wirkt da auch sehr wertig. Machen das auch nochmal hier auf. Auch hier gleicher Effekt mit diesem Lichtkegel, der in diese Staufächer reinfällt. So, wir machen das einmal zu. Unten drunter wieder die offene Ablage. So, ich setze mich jetzt einfach mal in die Rundsitzgruppe rein, damit ich euch da ein bisschen was zeigen kann, weil man kann es hier wirklich gut reinflezen. Ja, und dieser Sitzkomfort, der wird noch unterstützt, dass wir nämlich hier in diesem Rückenpolster so eine leichte, ja, so eine Lordosenausfüllung haben. Also man kann sich hier wirklich gut platzieren und man hat hier auch so ein schönes Muster auf den Polstern. Ja, es ist nicht ganz glatt, man hat da so ein bisschen Struktur. Ja, und jetzt sitze ich hier drin und man kann ja nicht nur hier alleine sitzen. Ich gehe mal hier bewusst in die Ecke. Hier kann man wirklich als Familie Platz nehmen. Man kann hier den Schlechtwettertag verbringen. Man hat vor allem einen großen Tisch, dass auch jeder hier dran essen kann. Und damit man sich unten drunter nicht so, ja, mit den Füßen im Weg ist, hat man hier serienmäßig einmal den Einsäulen-Hubtisch mit dabei. Schaut mal, ich kipp den extra mal, dass man einfach da ein bisschen mehr Platz gewinnt. Hier in der Ecke, ich gehe nochmal kurz weg, sitzt einmal noch ein 230 Volt Anschluss, zwei USB Anschlüsse und einmal der Lichtschalter oben für unsere ambiente Beleuchtung. Und ich hatte eben schon draußen auch erwähnt, wir haben einen lichtdurchfluteten Raum und das kommt auch gerade so richtig rüber. Man hat hier überall Fenster platziert, dass dieser 2,50 Meter breite Raum einfach noch viel größer wirkt. Man hat hier absolut keine Platzprobleme und wir öffnen jetzt einfach mal an der Stelle so ein Fenster. Dafür mache ich die Gardine mal nach oben, damit ihr den Mechanismus euch ein bisschen besser anschauen könnt. Weil der Mechanismus, der funktioniert an allen Fenstern gleich. Und jetzt haben wir hier überall einmal so eine Arretierung, das ist so ein Knopf. Den müssen wir jetzt reindrücken, dann kann ich es erst drehen. Und dann kann ich das Fenster hier in 3 Stufen aufstellen. Und das hört ihr jetzt auch, das klackt dann immer. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Das ist die maximale Öffnung. Wir haben auch an allen Fenstern Fliegenplissés. Oh, hier ist das Fliegenplissé. Ich ziehe es mal runter. Und davor liegt einmal das Verdunklungsplissé, was wir auch nochmal in 3 Positionen einstellen können. Jetzt ist es ganz unten. So, wir machen das mal wieder hoch. Auch das hier. So. Schließen das Fenster einmal. Dafür drücke ich es ein bisschen höher. Dann kann ich das wieder zuziehen. Und hier in diesem Fensterbereich kann man auch so eine Belüftungsstellung wählen. Kann man nutzen, wenn man steht, dass hier einfach so ein bisschen die Luft zirkuliert. Aber während der Fahrt schließt man das natürlich wieder ganz. Das machen wir jetzt schon mal an der Stelle. So. Machen das wieder so ein bisschen ordentlich hier. Und es gibt hier noch so ein bisschen was zu entdecken in diesem Rundsitzgruppenbereich. Ja, weil man kann nicht nur hier sitzen. Man kann hier auch natürlich das Ganze noch zu einem Bett umbauen. Also wir haben die Möglichkeit, hier in dem Fahrzeug vorne 2 zu platzieren, 2 im Kinderbereich und nochmal 2 hier. Also ist das Fahrzeug sogar bis zu 6 Personen ausgelegt. Und das Bett, das bauen wir jetzt einmal zusammen um. So. Das Bett haben wir einmal umgebaut, ja, und ihr seht jetzt einfach, wie groß das Bett ist. Ja, und die Maße, die blenden wir euch an der Stelle auch einmal ein.
Wer natürlich jetzt hier den Schlafkomfort noch etwas optimieren möchte, den empfehlen wir zum Beispiel immer noch einen Topper zu holen, dass man einfach hier die Ritzen nicht so spürt. Und dann haben wir hier nochmal ein tolles Bett für zwei Personen. Ja, und wir haben jetzt hier nicht nur einen Sitzgruppenbereich und einen Schlafbereich. Hier haben wir auch noch jede Menge Stauraum. Und das zeige ich euch jetzt. Wir bauen das einfach mal wieder zurück. So. Wir fangen mal hier vorne an. Schaut mal. Hier einmal an der Stirnseite haben wir nämlich einmal so eine kleine Klappe. Da haben wir nochmal eine Möglichkeit, ja, die Schublade zu beladen. Ja, vielleicht für Schuhe oder für Kleinigkeiten ist das nochmal wirklich ideal. So. Hier tun wir schon mal die Polster weg und gucken mal hier drunter. Weil hier haben wir natürlich noch mal jede Menge Stauraum und das Schöne, das Ganze ist ja auch noch mal achsnah gemacht. Ja, das nimmt also nicht viel Stützlast dann ein, das, was ihr hier rein beladet. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, gucken da mal rein. So, hier haben wir einmal natürlich nochmal Beladungsfläche und direkt daneben sitzt der große Frischwassertank, da sehen wir ihn nochmal. Und direkt dahinter sitzt einmal die Warmwasseraufbereitung, das ist unsere Therme, die wir im Badbereich zuschalten können, damit wir auch warmes Wasser haben, wenn wir duschen wollen. So, das schließen wir mal. Ja, und jetzt machen wir das hier wieder schick und dann sehen wir uns im Küchenbereich wieder. Wir sind im Küchenbereich und im Küchenbereich schauen wir uns als erstes mal die Staufächer an. Wir fangen hier oben an, ich öffne die mal für euch, schaut mal, wie viel Platz wir da haben, auch hier. Nochmal clever unterteilt. Übrigens, diese Unterteilung, die kann man auch ganz einfach rausnehmen, wenn man den Platz anderweitig nutzen möchte. Hier haben wir auch einmal ein Softclose-Scharnier eingebaut und wir arretieren das schon mal, damit es während der Fahrt nicht öffnet. Auch hier sehen wir schon einmal die ambiente Beleuchtung. Direkt darunter nochmal eine offene Ablage, auch mit einer ambiente Beleuchtung, damit dieser Kochbereich perfekt ausgeleuchtet ist. Und jetzt haben wir hier unseren Apero mit dem Deko-Paket Plus bestellt. Klare Empfehlung an der Stelle zu dieser Sonderausstattung, weil dadurch haben wir hier einmal diese schicke Küchenrückwandverkleidung mit dabei. Hier sind auch einmal die Lichtschalter für den Küchenbereich untergebracht. Wir sehen, wie voll unser Frischwassertank ist, jetzt natürlich in dem Fall leer. Und direkt darunter zwei 230 Volt Anschlüsse, die jeweils natürlich beide Spritzwasser geschützt sind. Das Fenster im Küchenbereich können wir natürlich auch öffnen, auch hier mit Fliegen, aber auch mit einem Verdunklungsplissé. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal zum Kochfeld. Und das ist einfach clever aufgeteilt. Drei Flammenkocher mit einem Piezozünder integriert. Bedeutet, wir brauchen kein Feuerzeug, damit die Flamme angeht. Der ist, oder wir haben so eine Zündfunke schon mit dabei. Wenn wir es jetzt runterdrücken, schaut mal, so eine Zündautomatik. Dreh es nach links, Hals noch ein bisschen länger gedrückt. Ja, und jetzt sehen wir schon einmal, das Kochfeld ist an. Jetzt kann ich das hier natürlich nochmal perfekt dosieren, je nachdem, was ich machen möchte. Und wir können natürlich alle drei Flammen gleichzeitig auch anmachen und da schön was kochen. Und wenn man es nicht braucht, dann macht man es einfach wieder runter, dass wir hier eine große Ablagefläche haben. Direkt daneben die neue Spüle, neu, weil es einfach in diesem Modell ja das erste Mal so anzutreffen ist. Es ist nämlich eine riesengroße Spüle, muss man dazu sagen. Also hier kann man auch perfekt mal den Abwasch machen, wenn man möchte. Hier haben wir auch einmal, sieht schick aus, ne? So einen schwarzen Wasserhahn, damit man hier auch nicht das Dekor ja, schmutzig macht, haben die hier noch eine Glasabdeckung abgemacht, drauf gemacht, dass es natürlich wesentlich einfacher zu reinigen ist. So, wir schließen das einmal. Apropos reinigen, kurzer Hinweis noch. Wenn ihr hier gekocht habt und möcht sauber machen, dann kann man ganz einfach das Rost hier rausnehmen, schnappt sich einen feuchten Lappen, wischt da einmal durch und dann hat man schnell wieder sehr sauber, wenn man möchte. Jetzt setzen wir das mal hier wieder ein. Und jetzt werfen wir mal einen Blick hier unten in die Staufächer rein. Wir fangen mal hier oben an. Hier oben haben wir nämlich einmal auch einen Besteckschubladen. Einsatz serienmäßig mit dabei, sehr gut zugänglich. Auch die drei Absperrventile für die Gasendverbraucher. Jetzt machen wir es mal zu, schaut mal, auch mit so einem Softclose-Scharnier. Unten drunter ein großes Fach, perfekt natürlich für, ja, für Pfannen, für Töpfe, all das, was man so mitnehmen möchte. Beachtet da immer bitte nur, dass es nicht über 10 Kilo beladet, die einzelnen Staufächer. Und hier diese zwei Filzboxen inklusive dieser Tischdecken, die gehören hier zum Deko-Paket Plus mit dazu. Das machen wir auch nochmal hier wieder zu und gucken nochmal hier unten rein. Das Fach ist ein Ticken kürzer, das liegt einfach daran, dass dahinter sich einmal der Radlauf befindet. Und direkt ja, neben diesen drei Schränken ist auch nochmal hier ein Fach. Das machen wir auch nochmal auf. Schaut da mal rein. Da kann man auch nochmal perfekt was platzieren. Ja, und zu einer guten Küche gehört vor allem auch ein guter Kühlschrank. Und das ist der neue Dometic-Kühlschrank. Der sitzt direkt hier neben und den öffne ich mal für euch. 133 Liter fast der. Super aufgeteilt. Hier oben ist sogar ein Gefrierfach mit dabei. Schaut mal. Kann man auch optional rausnehmen,
wenn ihr einfach noch mehr Kühlschrankvolumen haben möchtet. Wir können hier auch nochmal in dieser Tür diese Fächer unterschiedlich einstellen. Hier unten drunter, da passen sogar diese 1,5 Liter Flaschen rein. Und auch das Gemüse hat ein separates Fach. Kommt nochmal ran. Kann ich euch das hier zeigen. Hier unten sitzt das einmal. Wo man das auch hier nochmal so ein bisschen einstellen kann. Ja, und der Clou von diesem Kühlschrank ist, dass wir einen Doppelanschlag haben. Das heißt, ich kann es von Küchenseite öffnen, aber ich kann es jetzt hier auch aus dem Bereich aufmachen. Finde ich ganz gut gemacht. Ja, und jetzt haben wir hier einen Absorberkühlschrank. Das heißt, der kann über drei Energiearten laufen. Über 230 Volt, über 12 Volt während der Fahrt und über Gas, wenn man mal ganz autark steht. Und unten drunter haben wir auch nochmal ein Staufach. Ja, da sind so ein paar Schläuche auch, Versorgungsschläuche nochmal gelegt. Aber hier kann man natürlich auch noch was platzieren, wenn man möchte. Und jetzt kommen wir so langsam Richtung Kinderbetten. Die sitzen ja einmal hier hinten im Heckbereich. Was ich auch schön finde, dass die Kinderbetten weit weg von der Eingangstür ist. Dadurch können die Eltern zum Beispiel mal vielleicht noch ein bisschen länger wach bleiben, können im Vorzelt sein, ohne wenn sie reingehen, die Kinder direkt zu stören. Finde ich das hier schön gelöst. Hier oben haben wir natürlich einmal ein Fenster, was nochmal separat so einen Rausfallschutz hat. Schaut mal, dass da keiner stiften gehen kann. Wir haben hier einmal eine Kinderbettleuchte mit dabei. Ja, und die Kinderbettleuchten haben übrigens hier oben schon USB-Anschluss. Also da kann man natürlich dann irgendwann, wenn man mal möchte, auch irgendetwas laden. Also das besteht hier oben, als auch einmal hier unten. Das obere Etagenbett hat eine Belastungsgrenze von 75 Kilo. Darauf immer bitte achten. Und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier unten haben wir nämlich noch natürlich das zweite große Kinderbett. Ja, und wie groß diese Kinderbetten sind, das blenden wir übrigens an der Stelle euch einmal ein. Dann haben wir hier natürlich auch einmal eine Lampe, auch nochmal mit so einem USB-Anschluss. Und wenn man hier diesen Stauraum oder beziehungsweise den Platz noch als Stauraum nutzen möchte, dann geht das auch ganz gut. Schaut mal hier, hier ist so eine Lasche, damit kann ich das einmal aufstellen. Und dann haben wir hier nochmal Beladungsmöglichkeiten. Wir sehen auch einmal hier die Verrohrung von der Heizung, damit hier die warme Luft auch perfekt verteilt wird. Und so ein Fach ist natürlich auch nochmal schön. Auch hier nochmal mit zwei Gasdruckdämpfern, dass es in dieser Position gehalten wird. So, wir schließen das einmal und schauen auch mal hier kurz aufs Lattenrost. Weil selbst die Kleinen müssen nicht an Komfort sparen. Auch hier kann ich das Lattenrost nochmal perfekt einstellen. Und so soll es ja auch sein, dass an alle gedacht wird. So, wir machen das mal wieder hier ordentlich. Ich drehe mich mal. Dann würde ich vorschlagen, beginnen wir hier mal direkt bei der Heizung. Die sitzt ja einmal hier im Kinderbereich, heißt aber nicht, dass es hier heiß wird. Also hier kann man seine Hand dranlegen, auch wenn die Heizung läuft. Da ist keine Verbrennungsgefahr. Wir haben hier einmal rechts die Möglichkeit, die Heizung anzumachen. Ja, und dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, das Gebläse zuzuschalten, so dass die warme Luft auch hier im gesamten Fahrzeug gleichmäßig verteilt wird. Und das Fahrzeug hier ist winterfest, das heißt, ihr könnt damit natürlich auch in den Winterurlaub fahren, wenn ihr möchtet. Da gibt es natürlich noch so ein paar Sachen zu beachten. Besser nochmal nachfragen, bevor die erste Reise dann im Winter ansteht. Jetzt gucken wir mal hier oben ins Fach rein. Das ist das große, unser großer Kleiderschrank, der dritte Kleiderschrank jetzt hier in dem Fahrzeug, den wir schon haben. Und da kann man natürlich perfekt auch nochmal was aufhängen. Jacken, Blusen, Hemden. All das kann man da wunderbar platzieren. So, das schließen wir mal. Ja, und mein persönliches Highlight, das sitzt hier hinter. Weil dahinter ist ein wirklich ganz tolles Bad. Und für mich beginnt es schon an der Eingangstür. Schaut mal, man hat ein Feeling wie zu Hause. So soll es auch sein. Man möchte da keinen Kompromiss machen. Ich öffne das mal. Ihr geht mal rein und schaut euch mal den Raum an. Wie schick das gemacht ist. Na, wir haben einmal vorweg die Spüle, die Toilette. Ja, und direkt, wenn wir uns drehen, die große Dusche. Ich gehe mal rein, damit ich euch da so ein paar Sachen erklären kann. So, machen wir uns erstmal Licht an. Zack. Ja, wir haben nämlich hier einmal Ablagefächer. Wir haben hier eine ambiente Beleuchtung untergebracht, sodass der Raum perfekt ausgeleuchtet ist. Jetzt setze ich mich mal kurz hier auf die Toilette drauf. Wir haben hier einen schönen Waschtisch und direkt darunter nochmal Staufläche. Schaut mal hier, perfekt aufgeteilt, dass wir da unsere Hygieneartikel natürlich bestens platzieren können. Hier hinten das gleiche auch nochmal. So, wir machen das mal wieder zu. Damit wir uns auch die Haare mal föhnen können oder den Rasierer anschließen können, haben wir hier nochmal den 230 Volt Anschluss. Und den Lichtschalter, den habt ihr schon gesehen, der sitzt hier. Und direkt unter dem Lichtschalter, hier wo dieser rote Punkt auch ist, da kann ich meine Therme anmachen, wenn ich an Landstrom angeschlossen bin. So, ich stehe mal auf. Wir haben ja hier einmal die Toilette. Ja, und zu dem Thema Toilette hat euch der Christian schon alles erklärt. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein. Da haben wir nochmal beschrieben, ja, wie man die in Betrieb nimmt, wie man die Kassette richtig entleert. Da nochmal so ein paar kleine Hinweise an der Stelle. Kommen wir einmal zu meinem Highlight. Das ist die Dusche. Die sitzt ja einmal direkt hier. So, und das machen wir jetzt einfach mal auf. Ich gehe mal rein, damit ihr euch einfach mit den
den Raum, das Volumen besser vorstellen könnt. So, ich stehe schon drin. Jetzt kann man sich das hier schließen und vor allem hat man hier drin Platz. Gut, jetzt gerade ist die Tür natürlich noch zu. Ich habe eine dicke Jacke an, aber vielleicht zu meiner Größe. Ich bin 1,88 groß, wiege 93 Kilo und ich kann mich hier ja fast bewegen. Wenn es zu ist, dann kann ich mich wunderbar bewegen. Und hier oben sitzt einmal die Duscharmatur. Schaut mal, so eine kleine Regendusche hat man sogar mit dabei. Man kann das aber natürlich auch hier einmal rausnehmen, so wie man möchte, damit man auch zum Beispiel Shampoo perfekt unterbringen kann. Haben wir mehrere Öffnungen, wo man das dann platzieren kann. Ja, und jetzt gehen wir einmal hier raus aus dem Badbereich, weil ich möchte euch noch was zeigen. Weil man kann jetzt hier auch die unterschiedlichen Bereiche nochmal trennen. Einmal hier diesen Kinderbereich. Zack. Da sitzt einmal ein Magnet. Aber nicht nur den Kinderbereich, sondern natürlich auch einmal den Elternbereich. Ja, und dann haben wir hier einmal die Trennwand so. Man kann es auch hier einmal schließen. Es ist natürlich nur ein Sichtschutz, kein Geräuschschutz, aber trotzdem noch mal eine schöne Möglichkeit, die auch kein großes Gewicht in Anspruch nimmt. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fazit. Und dafür gehen wir einmal raus. Kommen wir einmal zum Fazit vom Fender Pero 560 SKM. Ja, und das ist doch ein tolles Fahrzeug, wenn man mit der Familie in Urlaub fahren möchte, für 2 bis 6 Personen sogar ausgelegt. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne. Wir kommen ja aus dem Rheinland. Wir haben 3 Standorte in Kerpen, in Wesslingen bei Köln und hier im schönen Rheinbach. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital, wenn ihr eine längere Anreise habt. Bis dahin, euer Max.